es ist ein Paket angekommen. Trommelwirbel. Atmen. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Nine von Delari und hier dreht sich alles rund um Nähen und DIY. Und heute geht es ums Thema Nähen. Und zwar darf ich mit Elna zusammenarbeiten. Und das ist für mich wirklich, wirklich, wirklich ein Riesending. Ich habe eine neue Nähmaschine. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich die E-Mail in meinem Postfach hatte und Elna mich gefragt hat, ob ich mit denen zusammenarbeiten möchte. Denn Elna hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Ich habe 2014 angefangen zu nähen und 2016 habe ich dann an dem Border Style Contest teilgenommen und dafür habe ich dieses Kleid hier genäht. Das war mein allergrößtes Projekt bis dahin und ich würde auch fast sagen bis danach. Also so ein heftiges Kleid habe ich danach nicht wieder genäht. Und das Kleid kam so gut an, dass ich sogar ins Finale gekommen bin. Dafür wurde ich dann nach München eingeladen und dort durfte ich nochmal zeigen, was ich so kann. Im Finale war ich mit zwei weiteren Mädels, eine, die ihr Leben lang schon näht und die andere, die das sogar studiert hatte. Aber das machte mir gar nichts, das hat mir auch gar keinen Druck gemacht, denn ich war mir von Anfang an klar, ich möchte den zweiten Platz machen oder den dritten, das wäre ja auch in Ordnung, denn auf dem zweiten und dritten Platz war eine Nähmaschine im Wert von 1000 Euro. Der erste Platz war eine Reise nach Frankreich, die hat mich gar nicht interessiert, denn ich wollte so eine Nähmaschine haben. Und was ist passiert? Ich habe den zweiten Platz gemacht und da habe ich dann die Elna Excellence 680 gewonnen und seitdem nähe ich auch auf meiner Elna und sie hat mich bei allen meinen Projekten begleitet, die ich seitdem entwickelt habe und es sind jetzt schon 8 Jahre. Sie hat mich 8 Jahre bei meinen ganzen Projekten begleitet und unterstützt und sie hat alles mitgemacht. Ich bin nicht so zimperlich mit meiner Nähmaschine und sie musste sich durch mehrere Lagen Kunstleder hacken, durch Glitzerstoffe, durch Sweatstoffe, durch Steppstoffe, durch eigentlich alles, was ich vernähen wollte. Das hat meine Elna auch vernäht. Und somit hat mein Gewinn ja auch einen emotionalen Wert und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Elna mich gefragt hat, ob ich denn die große Schwester meiner Nähmaschine mal testen möchte. Ja, natürlich möchte ich das. Und das testen wir gleich auf jeden Fall zusammen. Davor packen wir jetzt aber erstmal das Schmuckstück aus. Ja. Ui, 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 ui. Da ist sie. Die Elna Excellence 680 Plus Fashion und Decor Edition, die kleinste unter den großen Computernähmaschinen von Elna, hat eine 9 mm Stichbreite, einen breiteren Nähbereich, eine hohe Nähgeschwindigkeit, für mich ultra wichtig, bis zu 1000 Stichen pro Minute, automatischer und programmierbarer Fadenabschneider, automatische Kontrolle der Fadenspannung des Nähfußdrucks, 170 Nähprogramme und dazu noch jede Menge Zubehör, 15 Nähfüße, 2 Stichplatten und 5 extra Nähfüße in der Special Edition, sowie ein einstellbarer Kniehebel, super für große und kleine Menschen. Wow, das ist eine ganze Menge. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, ich habe euch die Produktseite in der Beschreibung verlinkt. Hallo, du Wunderschöne. Ganz wichtig dabei ist auf jeden Fall ein Kniehebel. Das finde ich richtig, richtig toll und erleichtert das Nähen ungemein. Mein erstes Nähprojekt darauf wird eine glitzerkleine Mini-Tasche sein, die ich für den Sommer entworfen habe, für meine ganzen Urlaube. Das nähen wir jetzt gleich einmal zusammen. Also ich und meine Elna, ihr dürft zugucken. Und das Schnittmuster bekommt ihr kostenlos unter diesem Video. Das könnt ihr euch einfach runterladen und die Anleitung findet ihr jetzt hier in diesem Video. So, jetzt wollen wir aber nähen. So, willkommen in meinem Nähzimmer. Ich habe mir meine Maschine hier schon hingestellt und wir schalten sie jetzt gemeinsam zum allerersten Mal an. Erster Blick, sie sieht genau so aus wie meine Maschine davor. Sowas mag ich. Ich mag es zum Beispiel auch, wenn ich ein neues Handy habe, aber es ist irgendwie wie das alte und ich muss mich nicht umgewöhnen. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder so. Es ist ja auch eigentlich egal. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Oha, die hat richtig, richtig viele Stiche. Schaut es euch an, wie viele Stiche sie einfach hat. Und empfehlenswert ist es natürlich, wenn ihr am Anfang erstmal die Bedienungsanleitung lest. Das ist meine Abendlektüre, würde ich sagen. Aber jetzt wollen wir erstmal den. Das ist ein Kniehebel. Den kann man an der Maschine montieren und dann kann man mit dem Knie den Nähfuß hoch und runter heben. Ich finde, das ist eine geniale Erfindung. Seht ihr, da unten ist mein Knie. Und er macht so. Und der Nähfuß geht einfach rauf und runter. Wie geil das ist. Dann kann man nämlich beide Hände hier benutzen beim Nähen. So, und jetzt wird aber endlich genäht. Und mein erstes Projekt auf der Maschine wird natürlich Glitzer sein. Zur Einweihung quasi.
Ich habe den Glitzerstoff schon vorher ausgeschnitten nach meinem Schnittmuster, welches ihr kostenlos unter dem Video findet und auf der Rückseite mit Flisofix und einem Futterstoff bebügelt, so dass es quasi zwei Seiten hat. Und jetzt geht's ganz, ganz einfach, indem ihr einfach dieses Stück Stoff nehmt, hier umfaltet, dass die Ecken auch schön aufeinander passen. Und dann schlage ich das Ganze nach oben, dass das hier Kante auf Kante trifft und drücke mir unten die Bruchkante einmal schön platt. Damit hätten wir dann unser kleines Täschchen. Da so ein kleines Täschchen aber schnell verloren geht oder auch geklaut wird, bringe ich mir noch ein Band, das meins hat 20 cm und ein Karabiner in die Seitennaht ein. Das heißt, ich mache mir das jetzt hier noch einmal auf, dann lege ich mir das in die Seitennaht und nähe es nachher mit fest. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt geht's los, die erste Naht. Ich wähle hier einfach einen Geradstich mit der Stichlänge 2,6. Mach nochmal den Kniehebel rauf und runter. Dann kann ich mir auch mein Band hier nämlich nochmal perfekt hindrapieren. Das ist das Geile am Kniehebel, ne? Ihr könnt da die ganze Zeit rauf und runter machen und könnt nochmal sagen, ach nee, das Band soll weiter nach da, ein bisschen weiter raus, ein bisschen weiter rein. So ist es perfekt. Und nun nähe ich mir das einmal rundherum um die Tasche. Du kannst auch nur diese beiden Seiten schließen. Ich finde es optisch aber schöner, wenn man einmal komplett rundherum genäht hat. Meine erste Naht. Und man muss dazu sagen, sie näht jetzt durch 4 Lagen Glitzer plus Futter plus Flisofix. Also das ist schon mal eine Menge. Ach so, und das Band auch noch. Lieb's? Das gefällt mir. Und dieser Knopf ist auch so gut. Damit schneidet sie nämlich einfach automatisch ab. Ach so, ich brauche ja gar keine Hände. Und schon ist mein Täschchen zusammengenäht. Und jetzt bringe ich mir noch einen Druckknopf ein. Hier bestimme ich jetzt einfach selbst, wie hoch meine Klappe sein soll. Und dann steche ich mir mit der Ahle an der Stelle, wo mein Druckknopf hinkommen soll, einmal durch den Deckel. Und durch die erste untere Schicht meines Stoffes. Nur durch die erste Schicht. Hier ein Loch und da ein Loch. Und da kommt jetzt noch ein Druckknopf rein. Und zack. Und fertig ist mein Reiseparty-Täschchen mit Band und Karabiner, damit ich das an meiner Hose befestigen kann, damit mir das keiner klauen kann oder ich es nicht verliere. Und innen drin hat dieses kleine Ding auch ganz schön viel Platz. Und zwar passt hier vorne eine Karte rein. In der Mitte gibt es noch ein Fach für eine EC-Karte und dahinter habe ich noch ein Fach, wo Geld reinpasst. Dann hoffe ich, euch hat mein erster kleiner Einblick in meine neue Elna Excellence 680 Plus gefallen. Ich werde sie auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch auf Herz und Nieren testen. Ich weiß aber eigentlich, dass sie mir sehr gut gefällt, weil ich habe ja die kleine Schwester. Also ich weiß ja, was mich erwartet, nur wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr mir auf jeden Fall auf Instagram folgen. Denn auch wenn ich in letzter Zeit hier auf YouTube nicht so aktiv war, auf Instagram bin ich das. Und dort könnt ihr mir dann und meiner neuen Elna auf jeden Fall folgen, denn es wird bestimmt. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall rüber zu Instagram und euch dort auch meine Reels angucken. Da gibt es viele Nähprojekte. Und ich sage jetzt erst einmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Habe ich dir alles erzählt? Ich war im Border in München. Oh, ich war rein. Hallo. Das war gut gedacht, aber hat nicht geklappt. Schauen wir das? Ich hoffe, ich fall nicht auf. Ja. Deswegen setze ich ein bisschen weiter vom Rand an. Weg. Ich muss ja einfach nur noch den Druckknopf. Dann brauche ich gleich noch den Strom. Wo ist denn der Nähfuß? Ah, ich habe gewonnen. Na, du Kleine. Wir werden Freunde, oder?